Hallo, werte Optimisten, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Dieses Mal mal was ganz anderes, nämlich die Sims 4. Erstelle einen Sim-Demo. Endlich komme ich auch mal mehr oder weniger in den Genuss, weil ich werde diesmal überhaupt kein Freund von Sims 4 sein. Aus guten Gründen, die ich jetzt die ich ehrlich gesagt nicht mehr nennen möchte, weil ich habe die schon in Starbound in der Folge habe ich mich schon darüber beschwert, und nach diversen Foren, die ich durchforstet habe, was reinkommt und was fehlen wird, habe ich gedacht, nee, ich werde nur die Demo, die Sims 4 anzocken, aber das Spiel selber, nein. Weil da auch zwar ein Multiplayer mit dabei sein wird, aber wahrscheinlich alles wieder auf einen Online-Zwang hinausdeutet. So, die Sims 4, was haben wir denn alles? Wir haben die Option, da schaue ich mal, Lektion, Spieloption. Ja, ist in Ordnung, Grafikqualität Ultra, hoch, hoch, sehr hoch. Laptop-Modus, Audio. Ja, die Musik mal ein bisschen niedriger. So. Nur ein bisschen. Änderung anwenden. Weiteres Online-Zugang. Warte mal, schnell verbinden. Bei Facebook anmelden. Datenschutz und Cookies. Vergiss das. So. Gut, dann schauen wir mal. Hier was, glaube ich, erstelle einen neuen Haushalt. Jo. One Genie Leray. Ja, ja, passt. So. Das ist das neue. Erstelle ein Sim. Und wir können leider nur einen jungen Erwachsenen erstellen. Ein erhältlich in die Sims 4. Okay, ob es auch wirklich erhältlich ist, ist fraglich. Ich hoffe es. Weil ganz ehrlich, bei Sims 2 oder Sims 3 konnte man immer ein Baby, Kleinkind, Junge oder ja, Kleinkind oder ja, normalerweise Baby, Kleinkind, dann Schulkind, Teenager, junge Erwachsener, Erwachsener. Und dann ein Senior halt erstellen. So, hallo, ich heiße... keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Zufällig wählen. Oh Gott. Ja, ja. So. Ich nehme jetzt einfach mal gucken, Haushalt speichern, Galerie öffnen. Was haben wir hier? Die Pinnwand, okay. Gut, schauen wir mal, männlicher Sim oder weiblich? Ach komm, machen wir mal männlich. Ich werde jetzt einfach irgendeinen Sim erstellen und ich werde da gar nicht irgendwie raussuchen von wegen hier, ja, das ist jetzt der oder der. Alter, wie nah kann ich denn ran? Das ist bitter. Ja, nur ins Gesicht, aber... Hier? Na, okay. Oder soll ich eine Frau? Nee, komm, ich erstelle jetzt einfach mal einen Mann. So, wie funktioniert denn das? Normalerweise hat man eigentlich so ein Auswahlfenster mit Gesicht und so weiter. Ich glaube, ich muss das anklicken. Ja, muss ich. Gesicht, schauen wir mal. Hier hat es ein paar Vorlagen. Mhm. Oh, da gibt es viel zur Auswahl. Ich werde dann eh einfach irgendeinen Sim erstellen. Okay. Ah, und schon bin ich um. Okay, ich denke mal, da gibt es noch viel mehr Gesichtsanpassungen. Ich weiß es nicht. So, dann kann ich noch die Hautfarbe einstellen. Na, oh, Grünzucker. Ja, doch. Ich glaube doch. Ich wüsste da eventuell was. Hautdetails. Okay. Das ist was. Ach, das ist diese, wie heißen die nochmal? Naslobial? Falte. Okay. Das da. Sommersprossen, glaube ich. Aus Sommersprossen.
Schönheitsfleck. Und hier noch ein Schönheitsfleck, okay. Haare. Gibt's denn da? Gibt's aber auch nicht viel zur Auswahl. Glatze, Schmalzfrisur, Schmalzfrisur. Mhm. Ups. Okay. Okay. Mhm. Puh. Huch. Ach, süß. Okay. Schauen wir doch mal. Ich denke mal, ich habe einen Charakter im Kopf. Okay, hier kann ich wahrscheinlich filtern. Kurz, mittel und lang. Ja. So. Gesichtsbehaarung. Bärte. Spitzbärte. Und Schnurrbärte. Boah, sieht ja Porno aus, ey. Mhm. Okay. Okay. Ne, lass mal. Hüte. Gibt's auch noch 6 Hüte. Mit Krempe. Ja gut, es ist ja die Demo. Die hat ja, sag ich mal, nicht so viel zu bieten. Brille, Sonnenbrille. Halskettchen. Boah, sieht aus wie so eine Army-Marke. Okay. Ohrringe, Brillen und Ketten und Make-up. Augen und Eyeliner. Mhm. Ja, das war's dann, oder wie? Ach nee, hier kann ich... Ah, okay, hier kann ich dann einstellen, ob... Oho, super cool. Ja, da kann ich die Muskeln einstellen, also natürliche Erzeugnisse mit Hilfe von Frau Bolika, Anna Bolika. Oder. Boah, aber das sieht man. Das sieht man dann hier die Sehnen. So die Muskelstränge. Hier kann man so lassen. Dick oder dünn. Click by Yuba. Ja. Dich machen wir aber ein bisschen schlanker. So. Gut, und hier kann man dann auch die Kleider auswählen. Jacken, T-Shirts, Pullover, Tanktops, mit Knöpfen, Sweatshirt, Anzugjacke. Will ich mal testen. Kann ich die... Ach, natürlich. Ich kann die nur so färben. Aber selber manuell färben? Nö, das geht natürlich nicht. Ist ja klar. Gut. Aber wen... Nee, komm, ich glaube, ich weiß, wen ich jetzt erstelle. Okay, mit Rechtsklick geht's also zurück. Ich glaube, ich weiß, wen ich erstelle. So. Haare. Nee. 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 Das könnte vielleicht eher hinhauen. Ja, doch, schwarz passt. Ja, doch, passt schon mal sehr gut. Und da grinst er auch. Detailmodus, was ist... Ach, hör auf. Ach Mensch, jetzt kann ich hier noch in die Details reingehen. Gott, hey.
Genauso auch mit der Nase. Eieiei. Alter, das sieht doch so bescheuert aus. Toll! Mehr Details, aber. Ja. Der Rest ist für den Arsch, oder wie? Ah, und hier kann ich die Augenbrauen. Oh, geil, Monobraue. Okay, ah ne, das sind die Augen hier. Zusammendrücken oder weiter auseinander. Wow. Alter. Okay, Doppelklick kann ich also rein. Du Scheiße, ey. Okay, nee, normale Pupillen. Man. Okay, ich kann nach oben oder nochmal so. Alter, das sieht ja aus wie so ein wahnsinniger Wissenschaftler. Das kann ich noch machen. Oh Mann. Ach, das sieht doch herrlich aus. Ich glaube, so lasse ich das. Ich hab. Ich. Oh, ups. Ich glaube, ich habe jetzt schon zum Gefühl, dass ich den ins Herz schließen werde. Okay, da kann ich so die Ohrenrundung, der große Lauschangriff. Ach du Scheiße. Und den richtigen Riecher hat er ja auch. Ach du Kacke. Okay. Aber das ist krass, was man das so alles rausholen kann. Da vielleicht schon mal ein Pluspunkt, aber irgendwo ist das. Alter. Aber irgendwo ist es zum Teil für mich ein bisschen unnötig. Alter. Alter, ein Gesicht zum Verlieben. Okay. Hals. Nase. Kann ich da was machen? Ja, da kann ich auch die Nase auswählen. Na komm. Yeses! Ach geil, die Augen kann ich ja auch verschieben. Alter. So, der Mund. Wie mache ich denn den? Ich glaube, ich habe mich soeben verliebt. Okay, zu einem Lächeln. Oder so ein bisschen trauriger Blick. Okay. Alter Schwede. Also dem würde ich privat niemals über den Weg laufen. Sachen gibt's eh. Okay, jetzt das mal aus. Und die Hose mal aus. Der Körper. Ja, doch. Na, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, doch, das geht ja. Alter, das sieht doch so bescheuert aus, hey. Mal gucken. Okay. Ich meine, voll der Kleiderbügel. Okay, Brust weiter hoch oder runter. Ja, da hat ja keine Hängetitten, der Gute.
Alter, was man da alles machen kann, nee, das ist brutal. Da kommt eine leichte Wampe. Alter. Ja, ich glaube das. Ich glaube, das lasse ich solche Hähnchenbeine. Ach schön. Okay, was man da aber alles so machen kann, hey, das ist. Naja, irgendwo unnötig. Aber auf der anderen Seite. Und Zollkreuz hat er auch. Ja, Halleluja. Wenn ich den weniger muskulös mache. Sieht sogar besser aus. Aber ein bisschen dicker muss sein. Ja. Weil dann pfeift der Nordwind hier nicht so durch. Alter, das sieht aus wie so ein Hähnchen, hey. Beinbekleidung, Accessoire, Schuhe erstmal entfernen. Boah, ich glaube, ich habe mich verliebt. Alter. Schuhgröße 50. Schuhgröße 35. Nee, komm, lass ich mal so. Das kann ich ja so lassen. Der Bauch. Okay. Die Brust weiter raus. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch kleidertechnisch gucken. Was hat denn der an? Ich gehe mal die Kleider so durch. Ach, vor Schlaukopfkapuze. Gut betucht. Vorstadt-Cowboy. Country-Club-Popper. Emo-Look. Ach du Scheiße. Garantiert nicht. Nicht in Rot, nicht in Blau und auch nicht in Schwarz. Boah, ich krieg das so einen Hass, hey. Schauen wir jetzt mal Schuhe. Was es das so gibt. Okay. Alter, ich muss mich hier zusammenreißen, dass ich hier nicht gleich alles voll dröhne mit Lachen, hey. Accessoire. Huch. Okay. Ein Ring. Und da ein Ring. Ach cool, mit Socken. Größeren Socken oder blauen Socken. Jo, Mai. Ich meine natürlich, passt. Hosen. Ja, eigentlich, Oh. Da wird also automatisch dahin gewechselt. Okay, gut zu wissen. Ich will das doch ein bisschen dunkler einfärben, aber das kann ich wahrscheinlich nicht machen. Huch. Okay. Ja, die Hose behalte ich mal. Kombination. Ah, besser nicht. Tops. Oh, yesus. Die Farben gehe ich jetzt nicht durch, weil ich finde es irgendwie schade, dass man selber nicht so die Farben zusammenstellen darf, wie man möchte. Vielleicht kommt es ja noch in der... Alter. Vielleicht kommt das noch in der Vollversion. Oder aber sie haben das weggelassen. Weil die haben ja einiges weggelassen. Nee, garantiert nicht. Weil die haben ja einiges weggelassen. Ich glaube, Farbenerstellung und so weiter. Auch nicht, nein. Alter.
Boah, ich habe gerade gegessen und ich glaube, mir wird schlecht so ein bisschen. Alter, sogar mit Punisher. Ach, okay. Und da kann man selber die Logos und so. Okay. Das war's mit den T-Shirts. Armkleidung, Sportkleidung, Schlafanzüge, Ausgekleidung. Vielleicht die Schuhe umändern. Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ich glaube, das lassen wir mal so dabei. Gut, dann hatten wir schon mal die Alltagskleidung, die Armkleidung. Nee. Beinbekleidung. So. Das ist gefiltert, das muss ich also wegmachen. Da kann ich auch die anderen, okay. Nix. Ausziehen. So. Wunderbar. Sportkleidung. Boah, das sticht so richtig ins Auge, hey. Ja, doch, sieht gut aus, aber Schuhe. Nee. Und Schlafanzug. Also, das soll ein Schlafanzug sein. Eieieiei. Ausziehen. Und Hose. Ja, doch, passt. Ausgekleidung. Ja, garantiert nicht. Erstmal, was nehmen wir da? Schuhe. Komm, kriegst du Cowboy-Stiefel. Das passt. Und da... Oh, was nehmen wir da? Oh, sieht doch ganz gut aus. Okay. Oh, ein Bestreben wählen. Beliebtheit. Bonusmerkmal aufgeschlossen. Aufgeschlossene Sims schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Devianz. Niederträchtig. Niederträchtige Sims werden stärkere und erfolgreichere gemeine Interaktion an. Okay. Essen. Essenz des Geschmacks. Sims mit der Essenz des Geschmacks bereiten hochwertige Speisen und Getränke zu. Kreativität. Grübler. Grübler verbessern ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert sind. Ah. Glück. Geschäftssüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Okay. Familie. Häuslich. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller fester. Liebe. Verwirrisch. Wir sind in Liebesding erfolgreicher als andere. Natur. Sammler können häufiger seltene Sammlerobjekte finden. Sportlich. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfach fit in und in Form zu bleiben. Und Wissen. Stille Lerner erlangen alle Fähigkeiten ein wenig schneller. Oh, was nehme ich da? Ich glaube, ich nehme Liebe. Ach, jetzt kann ich hier noch auswählen. Seelenverwandte oder positiver Romantiker. Witzbold, Partylöwe, Freund der Welt. Devianz. Staatsfeind oder Meister des Unfugs. Okay. Essen, Meisterkoch oder Meistermixer. Familie, große glückliche Familie, erfolgreiche Abstammung. Okay. Glück. Herrlich reich. Dieses reiche Erfolg. Oder Herrenhausbaron. Okay. Kreativität. Herausragender Maler. Bestsellerautor. Musikalisches Genie. Song- und Songschreiber werden. Ah, schön. Liebe hatten wir ja, Seelenverwandte. Und positiver Romantiker. Natur, da hätten wir freiberuflicher Botaniker. Der Kurator. Und Angler-Ass, okay, Natur. Achso, okay, sportlich. Bodybuilder. Ja, könnte eigentlich was passen. Und Wissen, Computerfreak.
Nerdhirn. Möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Und Renaissance-Sim. Schwierig, schwierig. Was mache ich da? Ja doch, ich glaube Liebe und dann zählen Verwandte. Wähle ein Merkmal. Was gibt's denn? Aktiv. Diese häufig einer Liebe können andere Sims in Fahrt bringen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht trainieren. Düster, die sind häufig traurig. Sie können gegenüber anderen Sims seufzen und während sie traurig sind, verbessert sich ihre Kreativität. Fröhlich. Häufig zufriedener als andere. Kreativ. Hitzkopf. Ja, das passt doch ganz gut schon mal zu dem Sim. Die Sim häufig können in den Ton und was wirken womöglich, wenn ihre Mentalfähigkeit. Okay. Romantisch. Oft kokett und können. Okay. Selbstsicher. Neigt dazu, selbstsicher zu sein. Du Scheiße, garantiert nicht. Spinner. Oh, Kimmeloo. Na, auch nicht. Oh, Hobby. Bücherwurm. Mächtige. Was? Erhalten mächtige Stimmungen, wenn sie Bücher lesen. Sie können Bücher analysieren. Einzigartig über Bücher reden. Kunstliebhaber. Kunstwerke. Sie können. Okay. Musikliebhaber. Perfektionist. Ein Genießer. Und ein Geek. Das sind. Ich glaube, ich weiß, wer das sein könnte. Aber, nee. Chaot. Was leiten nicht unter einer schmutzigen Leiten nicht unter einer. Machen Haushalt schneller schmutzig und können im Müll nach Nahrung suchen. Mhm. Wahnsinnig. Ach du Scheiße. Viel Fraß. Okay. Tollpatschig. Snob. Ordentlich, kindisch, liebt die Natur. Materialistisch und faul. Sozial. Bro. Was? Verleiht ihnen sehr und sie tanken Energie, wenn sie Sportsendungen sehen. Naja, eigentlich nicht. Böse. Ja, passt. Ungemein noch am besten. Sprunghaft. Sie brauchen Lenkung, um an der Haie zu wagen, können ihre Bildungsäxte reden, okay. Okay. Persönlichkeit, was gibt's da noch? Klar. Okay, und brüchig? Hey, Reginu Nobsa. Hey, Twempalinga. Ja, kann man lassen. Was haben wir hier? Gang, Standardgang. Selbstbewusster Gang. Alter, hochnäsiger Gang. So ein Scheiße. Stolzer Gang. Okay. Femininer Gang. Gott. Strammer Gang. Trotteliger Gang. Schleppender Gang. Boah, das sieht man aber auch dann voll am Gesicht an dann. Und federnder Gang. Ja doch, ich glaube, strammer Gang würde gut passen. Dann noch die Brust so schön raus. Ja doch, passt. Ich lasse es mal besser bei männlich, weil weiblich sieht ja echt doof aus. Oh, warte mal, ein Sim hinzufügen. 19 hinzufügen. Genetikexperimente. Zwilling zufällig wählen. Bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Alter! Boah, da wird's ja einem voll schlecht. So, das passt ja. Und ich denke mal, das war's dann mit dem Angezockt. Und natürlich, ihr könnt's euch schon denken, wer das ist. Klar! Das ist... Incredible... Ulk. Genau! The Incredible Ulk ist das. Ach, schön. So, und jetzt, was kann ich machen? Haushalt speichern, von vorn beginnen. Haushalt speichern. Okay, was kann ich hier machen? Porträt zufällig wählen. Entweder so oder so. Mal gucken. Okay. Komm, irgendeine Pose, wo es so richtig dämlich aussieht. Das muss noch sein. Also, ich würde da Albträume bekommen, hey. Okay, was kann ich hier? Was? Haushalt in Galerie teilen? Haushalt muss in der Galerie geteilt werden, um auf Facebook geteilt werden zu können. Okay. Beschreibung hier eingeben und hier kann ich Haushalt in meiner Bibliothek speichern. Schön. Toll. Objektdetails. Von dir. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war's das. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Sims 4-Fan, weil nach allem, was ich gelesen und schon gesehen habe, ich habe selber so schon ein bisschen hin und her probiert. Und wenn man sich wirklich Mühe geben will mit einem Sim, dann kann man da echt zum Teil schöne Prinzessinnen wie dieses hübsche Gesicht hier rauszaubern. Oder noch ähnliche andere Sachen, was weiß ich, Schönheits-OPs und bla bla bla. Oh, das sieht doch schon besser aus. Und, ja, also man kann da echt wirklich an einem Sim kann man sogar bis zu 3 Stunden oder 4 Stunden rumsitzen, weil man wirklich in die Details reingehen kann. Man kann den Kopf hier größer machen oder kleiner. Man kann ihn breiter... Ja, jetzt sieht er besser aus. Man kann ihn breiter machen, zu Haushalt speichern. Ulk, speichern, überschreiben. Oh, sexy. So, Objektdetails anzeigen. Achso, okay, gut. Und man kann da wirklich stundenlang mit einem Sim-Charakter sich beschäftigen. Man kann da alles mögliche ausprobieren in Sachen Details. Aber, naja. Angezockt von der Vollversion werde ich allerdings nicht machen, also damit muss man halt zurechtkommen. Gut, denn dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Angezockt gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, bewerten. Würde uns freuen und wir sehen uns natürlich in irgendeinem anderen Ding, entweder Angezockt oder im Let's Play. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, bis dann. Achso, und bevor ich es vergesse, kaufe die Sims 4 heute, Veröffentlichung am 4. September 2014, quasi in ein paar Tagen. Gut, denn das war's auch schon. Ciao, bis dann.